Hallihallo und willkommen zurück hier wieder beim Milchbaron, auf der Landkreis Rostock. Wir sind ja hier wieder unterwegs und gucken, dass wir heute vielleicht sogar beide Ballenmissionen abschließen. Ich bleibe jetzt einfach hier mal kurz sitzen. Wir haben hier 14 Silageballen. Das könnte schon reichen, um diese Mission abzuschließen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es liegen aber auch noch ein paar Ballen da. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen Kohle machen können. Parallel dazu ja, ist der Fast Truck auf der 34 am Mulchen. So, wir übernehmen mal hier schnell selbst. Und auf der Wiese 17 wird geschwadert. Da liegt ja Heu. Das ist ja die zweite Mission, die aktuell am Laufen ist. Ja, und die versuchen wir jetzt eben irgendwie zu einem Ende zu bringen. So, dann laden wir hier mal schnell die Ballen ab. So, zack, zack. Lohndienstleistung abgeschlossen. Guck mal, genau das wollten wir. Und wir haben schon 8.000 Euro für Ballen von Ballen bekommen. Und es sind da noch ein paar Silageballen da. Die werden wir auch verkaufen fahren. Ich lasse den jetzt. Na gut, er klappt erst zusammen und dann fährt er los. Rüberfahren und einsammeln. Und wir gucken mal weiter. Okay, du brauchst Sprit. Irgendwann mal. So, genau, hier waren wir ja dabei, zu düngen die Wiese. Mal gucken, ob der Dünger reicht. Wir haben ja hier oben, genau, noch so ein kleines Fitzelchen. Ist ja wichtig, dass wir beide Wiesen wieder voll gedüngt haben. Ja, hier wird geschwadert. Passt aber von der Breite wieder suboptimal. Ja gut, wenn jetzt hier mal so ein bisschen was liegen bleibt, ist glaube ich relativ egal. Aber wir haben aktuell keinen Traktor mehr frei. Das ist wirklich ein Problem, muss ich sagen, dass wir einfach zu wenige Fahrzeuge haben. Da müssen wir mal schauen, dass wir das für die Zukunft vielleicht anders lösen können. Aber wir können mal schauen, ob wir vielleicht nicht noch eine Mission hätten. Ballen pressen, Silageballen. Ja, 30.000 können wir uns eigentlich nicht entgehen lassen. 48. Machen wir. Das heißt, du. Feld 48. Ah, da ist gerade der Kleine vorbeigerast. Ja, Silageballen dauern ja eh ein bisschen länger, also können wir das. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo ist denn Feld 48? 37, 43, 40, 44, 46, 47. Das ist ja. Klein. Das ist ja gar nicht so groß. Ja, gut. Aber machen wir doch gerne. So, wie schaut's hier aus? 85%. Hier sind wir bei 37. Unseren Kühen müsste es ja sehr gut gehen. Ja, volle Produktivität. Ein bisschen Milch, Wasser, naja. Nahrung haben sie auch erstmal genug. So, was mich jetzt irritiert, genau, interessiert ist, ob er hier das schafft, dahin zu kommen, wo er auch weitermachen soll. Das gucken wir uns mal ganz kurz an. Ja, und danach, ja, wenn die restlichen Silageballen eingesammelt sind, können wir ja die erste Mission schon abgeben. Und im Grunde kann dann der Ballensammelwagen nach Hause.
Und wenn der zu Hause ist, müssen wir da direkt die Presse dranhängen und das Heu erstmal wegarbeiten. So. Findest du deinen Weg, Herr Kollege? Und ich denke dann bis zur Folge darauf, also für Montag, werde ich wieder ein bisschen vorarbeiten, damit wir einfach schneller vorankommen. Also ich denke, wir werden, oder ich werde die Ballen fertig pressen, auch die Silageballen werden wir machen, dass wir dann nur noch einsammeln brauchen. Ich denke, das macht durchaus seinen Sinn. Du weißt, dass dann, gut, merkt er, ich wollte gerade sagen, du weißt, dass da ein Strommast ist, wo du gerade längs fährst. So, gucken wir mal, dass das auch passt. Ne? Hier, irgendwo hier unten. Er ist auf dem Weg. Er ist, glaube ich, auf einem guten Weg. Ja, und dann, wie gesagt, sind unsere Wiesen erstmal so weit fertig, dass wir auf jeden Fall noch einen Schnitt machen können. Und da werden wir dann wirklich komplett Silage machen, denke ich mal. Weil Heu haben wir ja genug und bei so wenigen Kühen, die wir aktuell haben, brauchen wir auch gar nicht so viel für Mischfutter. Das heißt, auch die ganze Silage, die jetzt aktuell da ist, geht in die BGA. So. Ist der? Oh, der ist richtig. Sehr gut. Hast du gut gemacht. Ja, wobei wir können, glaube ich, schon fast mit dem hier dann Ballen pressen, weil der ist ja hier schon durch. Dann kann der hier, wenn er fertig ist mit den Ballen von der 42, gleich die Heuballen machen. Perfekt. Ja, und du solltest irgendwann tanken fahren. Ist das eigentlich aktiviert? Automatisch auftanken, ja. Bei niedrigem Tanklevel wird automatisch ein Ziel in Tankstellennähe angefahren. Ja, das solltest du dann irgendwann mal machen, bevor du hier liegen bleibst. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob... ja, das wird wieder nicht reichen. Wir haben einfach zu wenig Dünger aktuell. Ja, gut, können wir nicht ändern. Wird dann irgendwann vielleicht besser werden. Vor allem, wenn wir den Winter durchproduzieren, wo wir keinen Dünger brauchen werden. Müssen wir einfach gucken, dass wir einen gewissen Vorrat uns anschaffen. So, ich denke mal, dass er hier gleich, genau, der ist, hat ein Parkding, das heißt, der fährt nach Hause. So, du bist irgendwie. Ja, da vorne sehe ich die Ballen liegen. Das heißt, du sammelst die gleich ein. Ja, ich will mal gucken, dass wir. Ja, das schaffen wir auf jeden Fall heute noch die Mission beenden. Ja, und der ist wieder leer und es hat nicht gereicht. Genau, dann können wir nämlich mit dem hier die Ballen pressen und dann direkt rübergehen auf das nächste Feld. Auf die Silageballen. Wenn der dann irgendwann mal da angekommen ist. Der ist jetzt gerade hier. Hat noch ein bisschen Strecke vor sich. So. Schaffst du das jetzt? Ach, weißt du was? Das übernehmen wir mal.
Und das ist ja auch nochmal gutes Geld, was jetzt hier bei den paar Silageballen rumkommt. Also wir kommen langsam in einen Bereich, wo wir finanziell ein bisschen unabhängiger werden und nicht mehr notgedrungen ständig irgendwie Sachen verkaufen müssen. So, ich glaube, das war's. 5 Ballen. Naja, besser als nichts. Wir schauen aber noch mal. Also hier sehe ich nichts mehr. Wir können mal machen hier Ballen anzeigen. Wir sind auf der 17. Nee, nicht auf der 17. 42. Die ist hier. Da sehen wir keine Ballen mehr, also passt das. Gut, dann Abfahrt. Ballen abliefern und dann geht es auf die 17. Da müssen wir na klar danach schauen, wo wir die Ballen von der 17 abladen dürfen. So, du fährst na klar jetzt nicht zur 17, sondern erst zum Landhandel. Ja, der piept hier rum, der fährt nach Hause. Der auch. Wir können ja schon mal schauen. Halt nicht da, sondern da. Die 17 zum Biomasse-Heizkraftwerk. Boah, das finden wir. Aber wir können die Mission abschließen. Wir haben die Ballen ja eingesammelt. So, gucke mal, 66.000 Euro. Und oh, wir müssen. Ach nee, wenn wir mit dem pressen, ist das egal. Oder speichern wir trotzdem? Ach, komm, wir speichern nicht, weil der Kurs blöd ist. Wir übernehmen den einfach. Das geht ja. Das heißt, der bekommt die Ballen. Boah, Presse dran und dann kann der gleich loslegen. Die Heuballen zusammen zu dingsen. Dann kann man auch schon mal anfangen einzusammeln. Und wenn er mit dem Heu fertig ist, eben rüber auf das andere Feld. Da müssen wir dann klar gleich noch den Big M losschicken, dass der anfängt zu mähen. Ja, es ist, auch wenn eigentlich es nicht viel Arbeit ist, haben wir trotzdem viel zu tun irgendwie. Auch da vor uns fährt der Düngestreuer. Ja. Aber wir werden hier gleich die erste Einfahrt reinfahren. Hier schon. Ja, guck mal, der Big M ist angekommen. Sehr schön. Das heißt, da können wir gleich dem einen Kurs geben. Und das heißt, dann park du doch mal schnell. Und wir machen hier erstmal wieder das Übliche. Und ziehen den Parkpunkt ins Feld. Weil, wie gesagt, das brauchen wir ja später. So, 48. Guck mal, dann haben wir den hier. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall Schwartablage. Er steht noch auf breit. Das heißt, das ändern wir mal schnell. So. Dann brauchen wir. Ja, das ist jetzt doof, dass das an ist. Zweimal, wir fangen auf den Bahnen an. Das stimmt alles, ja.
So, erster Wegpunkt, los geht's. So, wir machen das mal wieder aus. Achso, der parkt gleich noch, dann kann der eben losgeschickt werden. Das lassen wir noch. Wie weit bist du? 57 Sekunden. Achso, hier ist schon die Abgabestelle. Da sehen wir ja gleich, was wir hier noch an Geld bekommen. So. Dann park du mal schön. Ja, hier steht die Presse. Das muss ich halt wirklich sagen, das ist schon sehr gut gemacht, wie einfach die Dinger rückwärts einparken. So, wir könnten aber hier einfach mal wie waren das? So. Ein Bildchen machen. Ach. Hier das Thumbnail. So, ja, einmal schön gerade. Stoßen wir noch ein Stückchen weiter zurück. Das heißt jetzt hier die Ballenpresse dran, auf Feld 17 schicken, Curseplay direkt aktivieren, damit er da loslegt. Erster Wegpunkt passt. Los geht's. Guck mal, und schon haben wir keine Probleme mehr. Und was hast du hier? Also, gut. Wollte es einfach nur ein bisschen stehen bleiben. Ah ja, hier. Hier ist, das ist noch wichtig. Nochmal Geld kassieren. 5 Ballen. Ja, mal gucken. Gibt es nochmal 5.000? Vermutlich sogar mehr, oder? €9.000. Boah. So, das heißt genau Feld 17 und dann haben wir gesagt Biomasse. Ups, Biomassekraftwerk. Verkaufsstelle, Biomasse. Los geht's. Ja, der wartet hier wieder auf Dünger. Könnte man auch mal wieder waschen irgendwann zwischendurch. So, aber der ist unterwegs. Das läuft hier auch gut. So, du brauchst jetzt 6 Minuten. Also, den können wir erstmal in Ruhe da runterfahren lassen. Ja, da wir jetzt aktuell einfach nichts mehr zu tun haben, würde ich sagen, machen wir hier erstmal ein Päuschen. Ja, morgen, am Montag früh um 9 Uhr geht es na klar schon weiter. Hier kommt die nächste Folge. Schaut einfach rein, ich würde mich auf jeden Fall freuen und sage hiermit Tschüss, ciao, bis dahin.